Drei Ecken, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Was ein geiler Rasen. Jeder andere Amateurverein wünscht sich so ein Geläuf. Wir sind hier in Kelsterbach im Derby gegen Unterliederbach. Dieses Derby könnte unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Kelsterbach auf Platz 2, Unterliederbach auf Platz 14. Das Einzige, was die beiden Mannschaften gemeinsam haben zurzeit, ist, dass sie einen Lauf haben. Ob dieser Lauf sich fortführt und ob es ein gutes Spiel wird, das sehen wir gleich. Aufstieg, ist das bei euch ein hundertprozentiges Thema? Das heißt, Aufstieg, sonst alles andere zählt nicht? Nein. Also wir müssen Neuaufbau machen. Gar ganz keine Frage. Wir haben schwere Abgänge. Unter anderem hier auch du. Danke, danke. Wunschergebnis ist natürlich klar, dass wir knapp gewinnen. 6-5? 6-5, 8-7. Wie gesagt, ist mir alles recht. Aber unterm Strich wäre ich mit Punkt zufrieden. Auswärtssieg. Auswärtssieg. Genau. Der Albert ist, glaube ich, jetzt auch ready. Und ich sage euch, ganz viel Spaß bei dem Spiel. Aber bist du fertig? Richtig, ja. Ja, viel Spaß noch. Ihr zwei seid ja eine Begleitung für die beiden. Warum ja. Eigentlich? Weil es hier so viele schöne Männer gibt? Ja, natürlich. Ein bisschen. Klarer. Wird das dann plaudert doch mal aus dem Nähkästchen, ja, dann zum Beispiel. Ja, wir sind okay, erst noch zu am Schauen. Wir sind das erste Mal hier. Ah, okay, also ihr trefft noch die Auslese. Ja, genau. Okay, Mädels, dann wünsche ich euch ganz viel Glück und natürlich auch viel Spaß, okay? Danke. Wie viele Tore werdet ihr denn schießen? Auch mit 2 sind wir zufrieden. Das ist euer Zielsetzung? Ja, 2 wollen wir haben. Wie viel darf die Eintracht schießen? Weniger als 2. Der kommt jetzt eigentlich nur zu mir, weil ich am Anfang gesagt habe, dass das Spiel 3-0 ausgeht, oder? Hast du gesagt, aber ist es 3-0 ausgegangen? Okay, und ich sag dir jetzt warum? Ja, gerne. Okay. Wir wollen gewinnen. Das Derby, das wäre super. Also das ist jetzt für mich keine Aussage. Ja, dann gut, 2-1. Für uns. Guter Zusatz. Ihr habt auch alle Namen drunter stehen, das heißt, ihr seid alle vergeben? Mhm. Ja, alle? Fast. Wer ist denn noch zu haben? Unsere Julia. Julia, du hast noch keinen? Nein. Warum denn nicht? Suchst du einen Fußballer? Nein. Das freut mich persönlich natürlich umso mehr. Ich habe noch ein kleines Anliegen, bitte. Also unser ältester Häuptling, sage ich mal, Arne Großmann, wird heute 47 Jahre alt. Und im Namen der SG Hünstetten, der ganzen Mannschaft, wünschen wir ihm alles Gute zum Geburtstag und schenken ihm heute einen Sieg. Dann wünschen wir dem Herrn, wie heißt der? Arno Großmann. Arno Großmann, auch alles Gute zum 75. vom ganzen Hessen-TV-Team und Dreiecken-Elfer-Team. 47. 47. Das ist doch... Aber nicht schneiden. Nein. Fast das Gleiche. Kommen wir zum Spiel. Nein, Alter! Nein! Scheiße! Scheiße! Ich möchte das nicht. Ich verabschiede mich hier aus Wildsachsen. Das war Dreiecken, ein Elfer mit den wahrscheinlich geilsten Fans, die ich je gesehen habe.